Vor 6 Wochen bekamen 5 Paare in 5 Städten die Chance ihres Lebens. Sie erhielten den Schlüssel für ihr eigenes Restaurant. Und das! Doch beim ersten Betreten folgte der Schock. Baustelle. Oh, ich könnte heulen, ehrlich dumm. Es sieht noch nicht ganz nach Lebenstraum aus. Es ist gerade noch ein Albtraum. Zum Ausruhen blieb keine Zeit. In Berlin, München, Hamburg, Köln und Leipzig haben die Paare bis zur Erschöpfung gearbeitet. Es bleiben nur noch 2 Wochen, um die Baustellen in moderne Restaurants zu verwandeln. Denn dann ist Eröffnung. Ach du Scheiße. Packen wir schon. Gleichzeitig mussten die Paare die wichtigste Stelle in ihrem Restaurant besetzen, die des Chefkochs. Willkommen im Team, Stefan. Oh nein. Du bist unser Chefkoch. Und das war nicht das letzte Stellenangebot. Wir suchen euch. Köche, Barkeeper und Servicekräfte. Wir freuen uns. Wir sehen uns. Rennt uns die Bude ein. Und, war's gut so? Na klar, großartig. Das freut mich. Hör schon mal, was war denn heute wieder mit dir los? Erst hast du die Quarkgeilchen an den falschen Tisch gebracht und dann sind dann noch die Beefsteaks wieder runtergeflogen, du Trude. Und ich weiß nicht, wie oft ich dir das noch sagen soll, das Knobi-Brot nicht mit dem Mochi-Kiebchen Eisbecher servieren. Chef! Und außerdem habe ich dich wieder erwischt, wie du an der Flippe gezogen hast. Und ich weiß es nicht, ich habe da oben dir ein Schild hingehängt, Rauchen nicht erlaubt. Chef, die versteht kein Sächsisch. Wie jetzt? Verstehst kein Sächsisch? Du kannst kein Sächsisch? Ehrlich nicht? Na, warum hat mir das keiner gesagt? Na, aber meine Kleine, das tut mir aber leid. Komm mal mit, da müssen wir doch was tun. Da gibt's Volkshochschulkurse. Und meine 70 Millionen Deutsche verstehen kein Sächsisch. Du vielleicht auch nicht, aber dafür kannst du kochen, kellnern oder spülen oder Kinder betreuen. Dann bist du bei uns genau richtig. Komm zum Casting. Wir freuen uns auf euch. Am 17. Oktober um 9 Uhr in der Otto-Schill-Straße 1 im schönen Leipzig.